Genau. Also sorry, lass mich mal schön in die Mitte hier. Versuch erstmal ins Bild zu kommen. Genau. Okay. So, warte mal, ein bisschen gerade. So. Genau. Und jetzt, so müssen wir es dann noch laufen. Mal, die Kamera läuft schon die ganze Zeit. Ach du Schande. Hallo, ich bin Andreas von iWalk. Neben mir stehen Alessandra und Ricardo. Hallo. Alessandra, du machst den Lookblog. Erzähl kurz was zu dir. Ja, hallo, ich bin Alessandra. Ich bin Modeberaterin aus Frankfurt und bin sowas wie die offizielle Stilberaterin der Frankfurter Buchmesse. Okay, und Ricardo? Ja, mein Name ist Ricardo. Ich schreibe den Blog www.fabulousricky.com und ich bin heute auf der Buchmesse unterwegs, um Ausschau nach ein paar stylischen Leuten zu halten und den Lookblog zu unterstützen. Genau. Lookblog heißt, ihr macht auf der Buchmesse, während der Buchmesse, macht ihr Fotos von Leuten, die schön angezogen sind. Genau. Richtig? Oder interessant aussehen. Genau. Oder interessant aussehen. Das heißt, wir laufen jetzt ein bisschen über die Messe und zeigen, wie ihr das macht. Super. Okay, das machen wir jetzt. Bis gleich. Gar nicht so einfach. Nee, gar nicht so einfach. Da ist gar nicht so einfach, was Passendes zu finden. Okay, wir sind jetzt hier in der Halle 4.1 unterwegs. Erzählt mal, was sind denn eure Kriterien, wie ihr jemanden aussucht, den ihr fotografieren wollt? Also ich gucke immer nach Sachen, die ich interessant finde. Es muss nicht unbedingt immer gerade das sein, was voll in Mode ist, aber was irgendwie cool aussieht und authentisch aussieht. Ja, mir geht es ähnlich. Also ich suche eigentlich auch vor allen Dingen Leute, die irgendwie mir ins Auge stechen. Sei es durchs Outfit, es muss halt auch authentisch sein, individuell sein, halt einfach keine Jeans und T-Shirts, sondern irgendwas, was man merkt, am Morgen haben sich die Leute irgendwas überlegt, als sie sich angezogen haben. Ali, sag nochmal ganz kurz die URL. Also es ist lookblogfrankfurt.tumblr.com. Okay. Und genau dafür fotografieren wir jetzt gleich weiter. Super. Okay, alles klar, danke. Tschüss. Ciao.